Hallo und willkommen zu The Forest im Was ist neu? Teil 2. Im ersten Teil habe ich natürlich echt gar nichts gesagt, was neu ist. So, das wird auch direkt hochgeladen. Das seht ihr auch. Ich habe mir das extra aufgeschrieben jetzt. So, dass ihr auch wirklich alles seht. Ich meine, ist schon richtig, ihr habt alle recht. Haben ja auch viele privat geschrieben, dass ich das mal machen soll. Auch wenn es unten steht. Aber okay. Jetzt ist auf jeden Fall Teil 2. So, alles aufgeschrieben. Ja, na los. Ich hätte jetzt das eigentlich überspringen können, aber naja, ich kann ja auch schon anfangen zu reden. Also, was ist neu? Die Mutanten... Also neues KI-Verhalten, Mutanten werden manchmal nach Hause gehen zum Schlafen während des Tages zusammen mit anderen. Okay, ja, das ist von Google übersetzt, das ist natürlich auch ein bisschen doof. Auf jeden Fall, das neues KI-Verhalten, die Mutanten gehen nach Hause schlafen in der Nacht. Das bedeutet wahrscheinlich, sehen wir nachts entweder gar keine oder wenig. Ich weiß es leider nicht genau, das steht hier leider nicht. Verzerrte Mutanten können nur mit regelmäßigen Waffen getötet werden. Ob das jetzt richtig übersetzt wurde, weiß ich leider auch nicht. Ich bin kein Genie in Englisch, leider. Auf jeden Fall können die mit regulären Waffen getötet werden, wie ich glaube die hier. Aber was, warum verzerrt jetzt hier steht? Ich bräuchte die englische Version jetzt hier auch. Entschuldigung. Tut mir jetzt wirklich leid. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Ach, das speichert sogar hundertprozentig. Okay, mein Hunger geht sogar nicht mehr voll. Okay. So, verzerrte Mutanten aggressiver. Verzerrte, scheiße, ich bräuchte jetzt mal wirklich das englische Wort. Ja, also die Mutanten werden auf jeden Fall aggressiver. Oh Gott, was hat Google übersetzt? Ich habe mir das auch vorher durchgelesen, das war doch ganz okay. Was ist denn jetzt los? Ja, also auf jeden Fall, wenn... Mutanten, die getötet werden, beziehungsweise die Truppe wird an sich dann noch aggressiver und wollen dich dann noch eher töten, wenn du einen von denen getötet hast. So, was hier jetzt noch steht, ist, dass eine bessere Umgebungsbeleuchtung ist. Das ist auf jeden Fall, das sieht man, das ist schön. Aber warum hier was mit Dachfenster steht, weiß ich jetzt nicht. So, im Pausenmenü ist wirklich Pause. Hätte ich vorhin natürlich nutzen können in der 1 schon. Warte mal, wir bräuchten mal einen Vogel, um das zu testen. Der hier gerade so lang fliegt, aber... Ich müsste jetzt mal... Oh, Mist. Da, jetzt sind, also ist da ein Vogel und da oben weiter. Ich habe darauf gezeigt, was ihr nicht seht. Und ja, gut. Pause gibt es. Sehr gut. Habt ihr es gerade gesehen? So, hier ist natürlich nichts anderes. Bei B ist auch nichts anderes. Also bei dem Dings, bei dem hier ist leider wirklich nichts anderes. Hier sind immer noch die drei. Oh Gott, das ist ja ganz schön hell. Also hier sind immer noch die drei. Hier sind auch noch die drei. Die zwei, vier. Leider wirklich rein überhaupt gar nichts neu, auch nicht hier. Finde ich schade. So. Die Feinde, die Eingeborenen, verwenden die Felsen und ja, die Bäume, die Büsche, also alles Mögliche jetzt öfters, um einen Spieler anzuspringen, also zu töten. Und es sind neue weibliche Feindarten mit drinne. Die Eingeborenen wurden jetzt auf das Spielfeld besser, oder auf diese Map-Karte besser verteilt. Das bedeutet, die sind jetzt nicht alle jetzt auf einmal mehr hier, sondern auch mal überall so. So, was noch ist? Die Bank, die... Moment, die ist... Hier, diese Workbench
die funktioniert jetzt und die Spieler können zu, also dass die Spieler sitzen können und um Energie und okay, damit kann man jetzt Energie vollfüllen und die Zeit geht dann schneller rum. Habe ich nicht schon eine sowas gebaut? Möchte ich natürlich testen mit euch. Ich spiele das jetzt nicht einfach nur so. Ich werde dieses jetzt nicht speichern. Oh, okay. Hier ist dunkel. Also das Schatten mit SSAO und all so ein Krimskram. Scheinbar ziemlich hell. So, da kann ich ja weiterreden. Die Axt. Welche Axt? Weiß nicht. Vielleicht alle. Das steht hier jetzt echt nicht. Macht größeren Schaden auf die Feinde. Ob wir das... Na los, testen. Wahrscheinlich eher nicht. Na los. So. Ah. Ja, die Energie geht ganz langsam hoch. Die Zeit... Na gut, kann man leider nicht sehen mit dem Handy. Warte mal, der Schatten? Nee, nicht unbedingt. Aber die Energie geht voll. Durch das Sonnenlicht. Das bedeutet, wenn man sich also nachts hinsetzt, bringt das wahrscheinlich eher nichts. Ist sie immer noch unsichtbar? Ja, okay. Aber man kann sich hinsetzen. Das ist ja schon mal sehr gut. ich muss das mir jetzt dreimal durchlesen. Also hier steht, dass die... Also die Variation auf weibliche Kannibalenmodelle fügt verfahrenes Brüste-Größe-System. Also haben die jetzt größere Brüste, wie es ausschaut. Werden wir natürlich alles in meinen Let's Plays sehen. Ist... Denke ich doch mal. Okay. Ich muss das mir jetzt wirklich zwei, dreimal durchlesen. Weil ich das jetzt gerade nicht glauben konnte, dass das hier steht. So. Verbesserte Kaninchen- und Lizard-Verteilung. Ja, Kaninchen sind Tonnen da. Aber das ist scheinbar, die Kaninchen sollen leichter für den CPU-Aufbau sein. Okay. Weiß ich nicht. Denke ich eigentlich genau andersrum. Weil die Kaninchen, die setzen sich ja hin und all so ein Scheiß. Und die Lizards sind einfach nur da. Und ich glaube nicht, dass das so viel CPU-Auslastung wegnimmt. Na gut, okay, wenn so viele natürlich auf einem Platz sind. Ne? Aber weiß ich nicht. So. Verbessertes Himmel- und Sonnenlook. Ja, das auf jeden Fall, das können wir jetzt leider nicht so sehen. Also auf jeden Fall, dahin sind sie schon. Die Sonne ist intensiver, die ist kräftiger, die scheint viel schöner. Und die ist nicht mehr so wie vorher. Ich glaube, die war einfach nur ganz mal gelb. Jetzt ist sie richtig knallig orange. Möchte ich euch gerade zeigen. In der Höhle ist bessere Beleuchtung. In jeder Höhle, wo man stirbt drin. Es gibt zwei Höhlen, wo man drin spawnt. Und es gibt auf der Karte, wie ich bislang gesehen habe, vier. Ich weiß es aber nicht. Und die Höhlen haben bessere Texturen. Und besseren Rock-Look, also für die Steine, der Look schöner, besser. Müsste man doch eigentlich auch hier sehen, aber ich weiß es leider nicht, wie das Feuer aussah, das tut mir jetzt leid. Ja. Die Felsen, die manchmal unsichtbar sind, wenn man reinrennt in die Höhlen, die sollen jetzt auch weg sein, das kann ich leider nicht zeigen, weil das ist da... Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss jetzt. So, auf jeden Fall, wo unsere Hauptbase ganz weit woanders. Mache ich vielleicht trotzdem noch. Wenn ihr das möchtet, das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das sonst jetzt nicht. Dann möchte ich es nicht zu viel machen. So, die Ladezeit wurde verbessert. Das stimmt. Und hinzugefügt dieser Ladeprozentbetrag. Ja, das stand ja oben links beim Laden. Der Hunger wurde auch verringert, dass man nicht so schnell Hunger kriegt, weil in der 003, da ist ja der Hunger jede 5 Minuten runtergegangen. Jetzt hier sieht man ja, ich nehme schon schön lange auf, glaube ich, und ist ja noch eigentlich voll. Ist nicht schlecht. So, das bessere Höhlenboden.
Also der Boden von der Höhle soll besser sein und mit der fließende Wasser soll da jetzt lang fließen, richtig. Und das, was von der Höhle tropft, soll jetzt auch schöner sein. Okay, bin ich mal gespannt. Sehe ich ja gleich. Gegner werden jetzt kleine Gegenstände aus dem Weg. Ach du Scheiße. Die... Ach, tut mir leid, wartet. Die Eingeborenen werden jetzt zum Beispiel diese Sachen hier wegtransportieren. Das heißt, wenn ihr die abgeschlagen habt, habt ihr Pech, die sind irgendwann weg. Krass. Das ist mir, glaube ich, sogar schon passiert bei der 1.0.0, beim ersten Place von diesen, von der neuen Version. Und zwar da oben haben wir was gebaut und 2 oder 3 oder 4 sogar Baumstämme sind weg. Ist heftig, doch. Oh, das sieht so schön aus, ohne Witz. Das sieht richtig klasse aus. Reflexionen sind bei jedem Spiel immer so geil, wenn die richtig schön auch machen. Auf jeden Fall doch, ist wirklich schön. So, Haie kann man töten. Und Red Ragdoll. Okay, das weiß ich jetzt leider nicht, was das auf Deutsch heißt. So, kommen wir weiter zu den wichtigen, oder zu den Bugs, die behoben worden sein sollen. Glaube ich nicht dran, aber ist es auch nicht. So, der Regensound, der feste, der auf einmal bei dir regnet. Der da ist, der regnet, wirklich. Der soll ja weg sein. Nein, ist nicht weg. Das habe ich schon mit Erfahrung gemacht. Ihr auch, habt ihr gehört, wenn ihr meinen ersten Part geguckt habt. Die Strukturen, also die Hunger und sowas da, also da unten, das ist jetzt auch richtig gespeichert. Das haben wir ja eben gerade gesehen, dass das ziemlich weit unten war. Das ist jetzt, das wird eben auch gespeichert. Die Festtiere, die verschwinden manchmal im Vegan-Mode. Ja. Was noch ist, wenn man im Pausenmenü ist, hat man ja mal geschossen, wenn man jetzt gedrückt hat. Mal gucken. Ist behoben. Huch. Scheiße. Ich habe es geladen. Tut mir leid. Das wollte ich jetzt nicht. Aber ist egal. Die Jagd ist an zufälligen Positionen. Die wird auch immer nur in einer Position bleiben, wenn man lädt. Weil sonst ist sie ja manchmal woanders, dann trotzdem noch nach dem Laden. Die ist ja trotzdem immer auf einer Position, auf einer Position. So. Das dauert jetzt gerade lange. So. Ja, gut, super. Wir sind wieder in Tag. Und man sieht da unten jetzt auch, dass das Leben und Hunger und so alles wieder oben ist. Immer noch unten ist. Nicht Hälfte oder so. So. Ja, hier ist leider ziemlich viel von Englisch auf Deutsch sehr schlecht gemacht worden. Ich kann leider nicht so gut Englisch, deswegen versuche ich das jetzt gerade so rauszulesen. Alles, was so im Bild ist, soll jetzt auch da bleiben, wo es ist, das bedeutet. Nö, also, das ist schon immer so. Vielleicht mit dem Handy irgendwas? Nee, ich glaube, das war auch immer so. Also, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt leider nicht erkennen. Vielleicht kann man nach oben schießen. Nee. Aber durch. Man kann durch Wände schießen und man hat, wie es ausschaut, nicht unendlich Munition. Mal schauen, wie das jetzt so ist. Ja, so viel zum Thema. Egal. So viel zum Thema verbrennt sich nicht. Ja. Das E zum Beispiel, das hier, das, wenn man was bauen möchte, wie hier, wenn man diese Gegenstände in der Hand hält, dass er nicht immer E steht, das ist jetzt auch weg. Ja, gut. Ja gut, da ist ja da jetzt was zum Bauen, aber ja, zum Beispiel hier, gut, die Baumstämme sind natürlich auch hier immer noch drin. Ja, das weiß ich jetzt leider gar nicht. Hier kann man sich noch angucken. Ja.
Die Höhlen tropfen weiter, wenn sie nicht in der Höhle spielen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat und das wird gerade neblig. Dolle. Ja. Okay, es wird neblig. Habe ich, glaube ich, jetzt auch noch nicht gesehen. Ja. Also Fische schwimmen jetzt auch außerhalb vom Teich in der Nähe der Klippe. Aha. Das bedeutet, glaube ich, wenn ich das so übersetze, dass hier drin auch Fische sind. Aber wenn dann hier. Hier drinnen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Müssten wir mal kurz gucken gehen. Langsam. Bap, bap, bap. Sieht nicht so aus. Huch. Ja. Was ich jetzt hier noch, das mit dieser Füllehälfte da, mit dem Hunger. Ja, das stand hier auch schon einmal, komischerweise nochmal. Festmondlicht. Das fehlt ja. Fehlte ja manchmal, das ist jetzt auch da. Gut, das können wir jetzt leider nicht sehen, aber das haben wir, glaube ich, gesehen und das war ja ziemlich dunkel. Und hier neue Texturen sind definitiv auch da, sehe ich gerade. Das sieht ja. Wow. Ich weiß nicht, ob das schon da war. Ich habe da nie drauf geachtet. Ja. Die Eingeborenen, wenn man die zerhackt, sind, ist man ja selber immer in die Luft geflogen. Das ist jetzt gar nicht mehr da, angeblich. Ich weiß es nicht. Das sehen wir alles im Let's Play. Ich kann das jetzt natürlich nicht alles testen. Das wird ja dann Stunden dauern. Ist logisch. Vielleicht machen das andere Spieler. Aber ich mache ja Let's Plays dafür, um sowas vielleicht auch zu sehen. Mit dem Dächern soll ja das auch gefixt sein. Leider habe ich das schon angefangen zu bauen. Das heißt, das werden wir nicht mehr so schnell sehen, leider. Schade eigentlich. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt hier wirklich weiterbaue. Ja, ich habe schon mal versehentlich was gebaut. Ja, naja, gut. Die Leichen in den Dörfern von den Eingeborenen poppen beim Aufstehen und beim Aufwachen, also vielleicht sind die dann weg, das meine ich damit. Ja, das mit diesen Regen, das sieht man ja im Bild, das sieht man jetzt leider nicht. Und guck, schaut mal hier, das funkelt richtig im, wenn man da hinguckt zur Sonne. Sieht man da jetzt unten beim Rock, beim Stein. Also, dass eben der Regen, den sieht man ja, aber der Sound, der ist immer bei ein. Der verschwindet nicht einfach oder bleibt immer gleich laut, sondern da, wo man momentan steht, ist er laut. Wenn man weggeht, ist er weg, beziehungsweise leiser. Das ist leider doch noch nicht, aber naja. Die weiblichen Spieler hier, also die eingeborenen weiblichen, die haben damals ja fast nie zugehauen, sind nur zu einem hingesprungen oder auch eben rückwärts wieder weggegangen. Das soll jetzt auch behoben sein. Bin ich mal gespannt. So. Was noch behoben wurde, sind die Fehler der Vögel, die Landung auf die Hand manchmal von der Arbeit aufhören. Also, die sollen jetzt hier nicht mehr in der Luft spawnen eben. Weiß ich nicht, könnten wir vielleicht mal hier kurz stehen bleiben. Die sollen auf der Hand landen, aber nicht, wenn man gerade was baut. Das war ja damals der Fall. Man wurde angegriffen bei der 01. Die landen dann auf den Fingern, vielleicht sogar noch bei der 02. Und haben dann, du konntest dann nichts mehr machen. Nur noch wegrennen. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, das war bei der 01. Bei der 02 war es dann wieder weg. Ich weiß es leider nicht. Ich habe erst ab der 03 angefangen. Und die Füße und Beine. Ja, okay, jetzt regnet es hier laut. Wenn ich jetzt weggehe, wird es leiser. Das soll ja auch gefixt sein. Aber man sieht den Regen. Seht ihr ja hier Regen. und eben die Füße und die Beine sind auch noch da. Die sind nicht so, dass man hiervon Milliardenstück hat.
Und die Vögel sollen da jetzt auch nicht mehr sterben, wenn man, wenn die da gegenkommen. Nee, doch. Die sterben immer noch, also ist das auch nicht gefixt. Falls es das bedeutet. Hier steht fest, fein, Kopf, schräg, Minus und Bein-Pickups manchmal als Arm-Pickups erscheinen. Oh, ja. Also die Kopf und Beine sind ja meistens als Arme gekommen, beziehungsweise sind andere Körperteile, nicht da zum Regen hinrennen, ist laut, sind ja meistens auch als Köpfe erschienen. Jetzt habe ich es verstanden. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. So, in die Höhle gehen wir jetzt trotzdem mal. Oh, ist laut. Aua. So. Hallo. Mach mal an. Ja, ja, ja. Ja. Die Taschenlampe leuchtet auf einmal rot. Ja, jetzt sind wir trotzdem in der Höhle und ja, es ist heller. Wie schon einer bei YouTube geschrieben hat, dass hier viele drin sind jetzt. Aber nicht sterben. So, die Brust sollen jetzt auch größer gemacht werden. Weiß ich so leider gar nicht. Ich weiß nicht, wie die vorher aussahen. Ach man. Ja, Taschenlampe hat jetzt neue Bugs. Und die Rocks sollen hier drin auch besser aussehen. Und ja, das tun sie. Ich glaube nicht, dass ich hier gerade rausrenne. So, ob man die hier natürlich jetzt im Inventar sieht, ist jetzt auch nochmal eine Frage von mir. Aber negativ. Ja. Ja, hier das Wasser eben mit einer rot leuchtenden Taschenlampe, die mal weiß war. Oh, ist das dumm. Oh. Ja gut, das war's dann. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Die sind ganz schön hell. Ja. Die sind gerade gespawnt. Das habt ihr auch gesehen. Da, da, da. Alter. Ja. Huch. Ich dachte, die sollen hier vor Angst haben. In den Patchnotes stand mal drin, dass die hier vor Angst haben. Aber total. Okay. Ja, ich bin ganz zum Ende gelaufen. Also auf jeden Fall. Es wurde viel Neues gemacht. Es sieht nicht schlecht aus, ehrlich gesagt, aber mit 30 FPS hier unten ist es ganz schön arg zu spielen und auch ziemlich komisch. Naja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich will jetzt nicht, dass die Folge zu lange geht. Dann bis zum richtigen Let's Play. Ciao.